Heute eine Special-Reaktion nur auf einen einzigen Song, einen ganz besonderen Song, den ich parodiert habe bei Songs aus der Bohne, und zwar auf Tilo. Denn hi. Ich habe hier einen Special-Gast dabei und ich möchte wissen, wie du meine Parodie findest. Ich bin gespannt. Du kannst mich auch fronten, gespannt. Ne? Ich bin hyped, tatsächlich, als ich das heute gehört habe, dass ihr mich hier hochgenommen habt. Mehrere Male, ja. Erste Mal, wo ich dich gesehen habe, war, by the way, Boxkampf Trimax. Und da kamst du so an, so, ey, was geht? Ja, ich so, ey, aber ich glaube, es war so gleichzeitig. Wir beide so, ey, ja, ey. Ja, das war ganz wow, der Abend generell. Ich habe deinen Song in unsere Playlist reingeballert, so bei Hobbylos. Ah, das hattest du mir auch erzählt, genau, an dem Abend schon, dass du Sehnsucht im Playlist genau hast. Genau. So. Dann haben wir den parodiert und jetzt bist du hier. Okay, ich zeig dir den ganzen Part, auch noch mit Michael Smolik. Kennst du Michael Smolik? Ja, natürlich. Ja, ja, okay, ja, der hat uns verscheucht beim Box-Event. Wir saßen aus Versehen aus seinen Plätzen. Ja, ja, Jungs, oben ab da. Quasi macht er dasselbe jetzt in diesem Video auch mit uns. Ah, perfekt. Hier drin wird niemand suchen. Nicht so tief. Oh, was, wenn die sich aktivieren? Das ist eine fucking Razzia. Was machen die da? Hey, no king shaming. Scheiße, die Drogen sind von einer üblen Sorte. Drogen? Nein, sie verstehen das falsch. Pommes Mayo, ich bin heilfroh. Verdammt, ein Rechtsradikaler. Du hast gar keinen Kontext gerade, ne? Passt aber, passt, passt. Nein, Rainer, du bist gerade erst Vater geworden! Ihr seid verhaftet! So, ich darf dir wohnen! Sie weinen! John, alles okay, Bro? Werde ich jetzt sterben? Nein, das wird nur eine Beule. Bevor ich gehe, muss ich dir noch eine Sache beichten. Du wirst davon nicht sterben! Jetzt kommt. Bruder, das ist meine Beichte. Hab unsere Serie weiter. Das sieht so krass aus. Und deinem Vater gesagt, die Kippen waren deine. Und dass deine Ex einen neuen hat, wusste ich seit dem ersten Tag. Doch ich nehm nichts mit ins Grab. Meine Beichte, dass ich mit deinem Insta mach. Guck mal, selbst den Shot. Ja, ja, ich weiß. Scheiße, ja bitte sei jetzt stark. Ich war gestern Nacht mit deiner Schwester in love. Ja, ich reich. Sieht sogar richtig real aus, tatsächlich, ne? Dark, ja, pass, kann ich hier irgendwie ganz kurz? Ja, ja, safe, da, safe, da, safe. Da, warte mal. Stark, ich war gestern Nacht mit deiner Schwester. Das hätte for real einfach wir recycelt. Haben die Jacke gefärbt. Krass, auf die Jacke habe ich gar nicht geachtet, stimmt. Ja, ja, wir haben versucht, die Klamotten so nachzukaufen. Ja, 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 das ist crazy. Weißt du noch, als du umgezogen bist, denn den sechsten Stock? Ich war nicht krank, sondern hatte halt nur echt keinen Bock. Dein Kontur. Die Tattoos sind so stark, Auge und Hals, wow. Ja. Das ist mein Player, du schon seit 100 Jahren. Frag dich, willst du ein Kaugummi, aber wegen Mundgeruch? Mit deiner Zahnbürste hab ich mir mal die Schuhe geputzt. Und dein Netflix-Account wird von der ganzen Schule benutzt. Wenn ich schwarz fahre, sag ich deinen Namen im Bus. Wo sind sie hin? Das war's. Ah, Digga. Ey, bei den Tattoos war richtig fail. Wir haben fast vergessen, die zu machen. Und ja, wir haben dann ganz schnell spontan Auge und Hals. Auge, Hals, ja. Das war aber geil, Digga, war echt. Eine Sache fehlt mir so bei dem Song, weil du machst ganz oft dieses, ja, ja, yeah, ja, ja. Das war noch zu wenig, habe ich das Gefühl so. Ja, ich finde auch so, man hat, es hat nicht so 1:1 sehnsuchtmäßig, weißt du? Ja, ja. Hattest du ja auch schon gesagt, aber geil. Geil. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob du nicht sogar auch eine Strophe machst und dass man so eine geile Vollversion da raushaut, aber, ja. Warum fragst du nicht? Wir haben noch Tadel, kennst du auch? Wen? Tadel, den haben wir auch parodiert. Ah, okay. Beziehungsweise Julia. Julia Beautix. Kennst du ja, die? Ja, klar. Hey, du kennst alle, du guckst. Ich kenne alles, Bro, alles. Krass. Ja, ja. Wir haben noch Tadel, kennst du auch? Wen? Ich war auch so richtig ernsthaft. Genau, bevor wir uns das erste Mal im Real-Life gesehen haben, genau davor war ich wirklich richtig auf dem Zweikanal hängen geblieben. Dann Reactors und liefen die ganze Zeit bei mir. Ich kenne alles. Alles. Geil. Ich war früher ein richtiges YouTube-Kiddy. Hier kommt Jay mit der Boombox auf Replay. Wow. Sieht krass aus, oder? Ja, ja, ja. Auch richtig gut getroffen. Das ist, by the way, mein Vater gewesen einfach. Ja, deinen Vater kenne ich auch. Geil. Geil. Die macht das gut, ne? Die Kamerafahrten sind so krass. Übel so. War das nicht im Video von Tadel, wo er da nicht auch irgendwie so komisch irgendwie im Einkaufsladen oder so? Nee, irgendwie ja, ja, doch, ja, ne? Genau. John, sollen wir das nicht direkt filmen? Stimmt. Ich bin cool und fresh, wie das weiß auf Google Maps, yeah. Er ist fresh geworden, ne? Ja, wow. Ich bin cool und fresh.
lang geht das Final-Video komplett? 22 Minuten. Okay, crazy. Ja. Und das ist nur irgendwie erster Teil oder so, ne? Also erster Part von... Genau, boah, es wird noch richtig, richtig wild. Okay. Eigentlich müssen wir dich auch noch einbauen, wa? Ja. Wäre er euch managed. Oh, sorry. Die Anzeige kommt, die Anzeige kommt. Wollte eigentlich sagen, check Tilo ab, aber wer kennt dich jetzt gerade nicht? Check das hier ab. Ups. Kannst du so perfekt cutten, dass er jetzt trifft? Hast du davon einen hier? So? Ja, ja. Aber nicht von dem leider. Ja, ist ja egal, wie der aussieht, aber halt so. Ihr kriegt welche. Ey, ah, check Tilo ab. Die Songs hab ich geschrieben von ihm. Yeah. Ich gab dir trotz einer Allergie Peanut Butter Sandwich. Dein Geburtstag kenn ich nur, weil du ein Facebook-Freund bist. Bei der Schlägerei damals hab ich mich einfach verpisst. Als du in Quarantäne warst, hab ich dich nicht vermisst. Beichte, hab unsere Serie weitergeschaut ganz alleine. Und deinem Vater gesagt, die kippen.